Aufgrund von einem Pilotprojekt ist heute unser Las Vegas Fun Produktionsteam aus Zürich ins deutsche Kreis des Allgäu. Man hat etwa nach 2 Jahren festgestellt, dass Kühe 8 Millionen Liter weniger Milch geben wie früher. Und Elle hat es geschneugt, warum das so ist. Auch Zeltli hat nichts geholfen, die Kühe einfach aufzumuntern, wieder normal Milch zu geben. Ein Forscher hat jetzt herausgekriegt, dass eben wenn Alphornbläser am Stall spielen, dann geben die Kühe mehr Milch. Und deshalb sind wir jetzt in Isny angekommen, um einfach zu sehen, ob das wirklich so ist. Die Alphornbläser sind tatsächlich eingetroffen, richten schon ihre Instrumente und die werden jetzt 3 Tage spielen. Und es ist natürlich schon eine Neuigerei, wenn man sagt, das wird funktionieren. Es kann funktionieren. Die spielen jetzt eine ganze Woche und dann werden wir sehen, ob da mehr Milch kann ist wie früher. Das Pilotprojekt ist von der EU in Brüssel genehmigt worden und die Schweiz interessiert sich natürlich auch dafür. Denn mehr Milch gibt auch mehr Käse. Und deshalb sind wir dabei und freuen uns, wenn Kühe wieder mehr Milch geben und auch keine Zeltchen mehr brauchen. Und keiner wird sich mehr schneugen, warum Milch nicht mehr so produziert wird wie früher. Der Milchpreis ist einigermaßen stabil und die Schweiz ist dabei im Deutschen, dass wieder mehr Milch geht.